Alfred, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe gesehen, ihr seid wahrscheinlich ein Generationsbetrieb mit Sohn, Tochter. Wie seid ihr aufgestellt? Wir sind schon ein Familienbetrieb mit einer einigermaßen Größenordnung. Und in der wievielten Generation macht ihr das Weingut? Das ist im Prinzip die dritte Generation jetzt. Aber dritte Generation ist ja noch relativ ein junges Weingut, theoretisch gesehen. Ja, ja. Ne? Genau. Ja? Ja. Wo finde ich euch? Wo seid ihr? Wir gehören zu Rheinhessen. Ja. Großes Weinbaugebiet, Anbaugebiet Rheinhessen. Wir liegen dort in der südlichsten Spitze, 10 Kilometer westlich von Worms. Hinter uns beginnt direkt die Pfalz. Da sind wir zu Hause. Das heißt, ihr habt dort sehr lehmhaltige Böden wahrscheinlich im Rheinhessen? Oder? Wir bei uns im Betrieb, wir haben alles. Okay. Gott sei Dank, weil wir dann quasi Terroir herausarbeiten können. Es gibt ja bei uns auch einen Premium-Riesling, der wächst nicht auf einem gescheiten Lehmboden. Nee, da wächst ein Gutsriesling so für jeden Tag, ja. Wunderbar, oder ein Sektgrundwein. Aber ein Premium-Riesling, der braucht so eine leichte Südhanglage, ja. Wo viele Steine liegen. Ja. Und schwerer Boden. Ein bisschen schöner Schiefer eigentlich. Ja, die schweren Böden, das gibt dann so eine gewisse Mineralik, ja. So einen Charakter halt. Ja. Lässt sich super probieren, super bringen und super verkaufen. Aber Alfred, wir sind ja jetzt hier, um was zu trinken. Und wir starten, glaube ich, in den grünen Silvaner. Den habe ich mir ausgesucht. Ich glaube, es bietet sich gerade an, dass ich einschenke. Grüner Silvaner ist ja auch so etwas, wo viele, gerade so das jüngere Publikum, sollte ihn eigentlich kennen, den grünen Silvaner, aber ist so meistens ja eher ein bisschen zurückhaltend. Ne? So ist es. Weil er hat ja eine sehr eigene Art an sich und ist auch relativ schwer im Wingert eigentlich anzubauen, ne, der grüne Silvaner. Silvaner will die Hand seines Herrn sehen. Ja. Öfters. Silvaner wurde 30 Jahre sehr lieblos gemacht. Deswegen hat er genau so geschmeckt. Das aber nicht die Charaktere, oder sind nicht die Charaktere des Silvaners. Heute ist Silvaner uralt, hochmodern, hat Zeitgeist, alles. Aber Silvaner ist einer, der... Was auch den jungen Winzern zu danken ist, natürlich, gell, die dann wirklich absolut, da, ja. Eigentlich sind wir dort, wo wir vor 40 Jahren schon mal waren. Aber man hat es so ein bisschen schleifen lassen. Bei uns im Betrieb wurde er schon immer mit Mühe kultiviert. Wir haben da schon immer drauf gesetzt. Heute ist es einer, der möglicherweise nicht ganz in den allgemeinen Mainstream passt, weil man trinkt ja angeblich Sauvignon Blanc und sowas, was ich brauche nicht, aber ich brauche einen tollen Silvaner, weil man den nämlich, wenn es denn sein müsste, am Tag des Herrn 14 Stunden lang trinken kann. Auf unserer Weinschule hat der Ausbilder immer gesagt, der Silvaner ist die Zicke des Weinbergs, die Zicke des Winzers, so, aber die Geliebte des Trinkers. So ist es. Ja? Ein ganz angenehmer... Lass uns mal... Ja. Ja. Prost. Prost, ja. Also er ist angenehm in der Nase, aber er hat auch dieses klassische... Der Silvaner hat so ein bisschen etwas vom Gewürztraminer, finde ich, manchmal in der Nase. Ja? So dieses leicht... Ja, hat er, aber vor allen Dingen die Typizität vom Silvaner, eher saftig. Er bleibt eher innen an den Backen hängen, wenn man ihn getrunken hat. Und dann erzählt er mit dir noch so die nächste Viertelstunde. Was Kräuteriges hat er in jedem Fall. Genau. Ja? Und das ist bei vielen anderen Rebsorten, man trinkt ihn und dann ist er halt weg, aber der Silvaner bleibt hängen. Er macht nach vorne so keine Show. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn ich Weine habe, die einen riesen Duft haben und dann habe ich den getrunken und dann muss ich überlegen, was war das gerade. Dann ist er weg. Das ist beim Silvaner genau das Gegenteil. Ja? Also eigentlich der bodenständig, ehrlich, geradeaus, sehr zuverlässig, eigentlich. Ein einfacher Wein? Ja, nein, würde ich gar nicht sagen, aber einer der, ja, ein zuverlässiger. Also ich finde jetzt deinen grünen Silvaner sehr einfach zu verstehen. Also wir haben etwas Zitrus in der Nase, genau. Wir haben so ein bisschen, so ein bisschen was Abstringierendes, so ein bisschen was Freches. Wir haben eine absolut milde Säure, also ich finde, das ist ein schöner Einsteigerwein, der jetzt nicht so dieses Straighten möchte. Das ist sowas, was Auffälliges. Ja?
super Essensbegleiter übrigens. Ja, so einen schönen Sommersalat mit Ananas zum Beispiel würde der perfekt passen. Der braucht ein bisschen was Süßes, um so ein bisschen noch ein bisschen auszudrücken. Obwohl die Säure gar nicht mal unverträglich ist. Ja? Nee, beim Silvaner sowieso nicht. Wenn er in guten Händen war. Was muss ich denn für den Silvaner ausgeben? Da liegt wahrscheinlich so 5, 6 Euro die Flasche. 5,30 Euro. Ja, also etwas, was sich jeder leisten kann im Prinzip. Und auch etwas, was Schönes, Erfrischendes. Ja, ja. Wobei wir jetzt Jahrgang 14 trinken. 13er ist ausgetrunken, gibt es nicht mehr. Demnach war er nicht schlecht. Ja. Der Bacchus, Kabinett. Bacchus ist ja auch so eine Rebsorte, die genauso wie der grüne Silvaner oft so ein bisschen untergeht unter den Massen-Rebsorten. Da bin ich jetzt mal gespannt, was der Bacchus, Bacchus Kabinett, ist er dann auch ein bisschen lieblich? Der hat so einen lieblichen Touch gewollt, klar gewollt. Die Rebsorte Bacchus halten wir für nach wie vor für top. Ist ja eine Kreuzung zwischen Scheurebe und Müller-Thurgau. Ja. Dr. Peter Morio, Geilweiler Hof bei Neustadt, ja. Die Kreuzung. Ja. Ist zwar alles lange her, aber ist ja egal. Ja, so in den 60er Jahren, ne? 60er, 70er. Noch früher war das. Noch vor der Reblauskatastrophe? Ja, noch früher war das. Aber ist so ein Wein, gerade im Kabinettbereich, nicht so viel Alkohol, das ist so ein Sommertrinker. Nicht unbedingt zum Essen, jetzt in dem Bereich, da müsste er trockener sein. Aber wir wollen den, das passt jetzt, hängt jetzt an unserem Gesamtkonzept, wir wollen den so ein bisschen in die liebliche Schiene, nicht süß, das ist ja eine Katastrophe. Das schmeckt ja gar nicht. So einfach einer, wenn ich abends nach Hause komme, nach einem erfolgreichen Tag, wo ich da schlappern kann. Weil Bacchus, Bacchus ist ja eigentlich der Weingott. Ja? Und, also ich muss sagen, in der Nase, absolut blumig. Ja, hat was Wunderschönes, Wiesiges auch wieder. Das scheint aber so, 2014 scheint das so typisch für den Jahrgang zu sein, dass man sehr viel wiesige Aromen darin, sehr blumig alles gewesen ist. Ja, wobei wir das eigentlich wollen. Ja. Ja. Und wir beschreiben den bei uns in der Liste, ein Wein, der Cabrio-Laune macht und zum Picknick einlädt. Ja, dann? Ja. Die Sonne kommt und dann können wir den Bacchus genießen. Prost. Leicht ölig. Ja. Absolut lieblich, fein. Ja. Die Süße sticht nicht hervor. Nein. Feine Süße. Aber trotzdem entspannt. Ja. Und ein Genusswein. Das ist, ich glaube, das ist auch wieder so ein Generationswein. Den kann ich mit meiner Oma trinken, mit meiner Tante, mit meiner Mutter und mit meiner Freundin. Den kann ich auch hier jetzt an den Tischen 5 Stunden lang trinken. Einfach so. Aber die Weine sind, die beiden sind wahrscheinlich auch im Edelstahltank ausgebaut. Alles. Und wahrscheinlich auch 5 Euro, 6 Euro die Flasche. Genau. Sehr köstlich, sehr lecker. Ja. So, und jetzt haben wir an und für sich ja, da bin ich ja total drauf gespannt, die Huxelrebe. So, die Huxelrebe, ich fand den Namen immer so super. Das war so einer, als ich damals angefangen habe, mit Weinen mich auseinanderzusetzen, habe ich dann so die Liste der ganzen Rebsorten mir angeguckt und habe die Huxelrebe gesehen, die ist sofort hängen geblieben. Ja? Und die Huxelrebe, da bin ich mal gespannt. Das ist wahrscheinlich auch ein Wein, den ihr wahrscheinlich länger im Programm schon habt. Sehr lange. Ja? Ja. Also die Huxelrebe. Eine absolut wunderschöne Farbe. Ein richtiges Gold. Ja? Ein richtig Honiggold ist das. Und probier mal. Einfach genial in der Nase. Also ja. Wie alt sind die Rebstöcke, wenn ich frage? Die müssen ja relativ alt sein. Die sind, müsste ich genau nach, um die 40 Jahre. 40 Jahre? Ja, ja. Ja? Weil eine solche Farbe kriegen ja eigentlich nur wirklich alte Rebstöcke her. Ja, wir selektieren da viel. Ja? Also handselektiert? Der Ertrag, weiß ich gar nicht, interessiert uns nicht. Wir wollen zu diesem Ergebnis kommen. Darum geht es eigentlich. Und absolut fein in der Nase. Ja? Der hat so auch wieder so was leicht Ledriges, aber trotzdem noch so das leicht Honige. So Honignoten finde ich da drin. Und ich wette mit dir, der ist garantiert ölig. Der wird wahrscheinlich sowas leicht Öliges haben, ne? Das ist so. Was total überraschend ist, ein bisschen mineralisch, leichte Zitrusfrüchte und in jedem Fall die Honignote.
Honig- und Vanillenoten entfalten sich da auf einmal in dem Wein. Also das ist immer eher ein Solist, würde ich schon sagen. Das ist aber wirklich so was Feines. Wie ein Spaziergang durch den Naschgarten. So beschreiben wir den. Ja, mit Erdbeeren. Ja. Schöner Obstsalat. Klar. Im Sommer auf der Terrasse. Klar. Aber der braucht kein gutes Essen. Das ist einer, den trinke ich alleine eigentlich. Den trinkt man, wenn man abends einfach mal die Füße hochlegt. So zur Belohnung. Schön warmes. So einfach zur Belohnung. Wobei, eigentlich sagt man ja, dass man Weißwein richtig schön runtergekühlt trinken soll. So die Empfehlung wäre wahrscheinlich so 7, 8 Grad. Ja, ja. Aber den würde ich sogar schon ein bisschen wärmer trinken. Den würde ich schon lieber bei 12, 13 Grad trinken, damit er so richtig schön sich entfaltet. Und am besten in einem großen Glas. Ja, also Post, der kann auch in Bordeaux-Glas rein. Ja? Die Post, ja? Also, ja. Das ist, ich bin überrascht. Ja. Alfred, danke. Dr. Georg Scheu. Dr. Georg Scheu. Ja, der hat ihn gekreuzt, 1935. Die Huxelrebe. Die Huxelrebe, genau. Ja. Perfekt. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Und wir sehen uns später.